Was gab es hier? Ach, okay. So. Und ich glaube, damit hätten wir jetzt Dumas Festung komplett abgeschlossen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es noch eine Materie geben könnte. Hier. Oder ein Glyph-Kapazität-Artefakt. Da unten gab es nichts, da gab es nur so einen Durchgang. Erstmal raus hier aus Dumas Clan. In der am weitesten entfernten Schlucht von Osgoth umhüllt tiefe Stille ein uraltes Mysterium. Im Inneren dieses Labyrinths erwartet dich dein Gebieter. Wir könnten jetzt zum letzten Kampf dorthin, Richtung Norden, zu Kain. Machen wir aber noch nicht. Wir haben jetzt Dumas Seele. Und da will ich jetzt erstmal einige Sachen holen. Oder ein paar Sachen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo überall. Hier auf alle Fälle. Oh, falscher Weg, da. Vielleicht gibt es hier noch eine Materie. Ich hoffe es. Ansonsten sehe ich schwarz. So, Feuer. Brenn. Ach, okay, der ist aber. Wow. Mann, bin ich erschrocken. Sag mir jetzt bitte nicht das. Gut. Wir haben hier die Brücke, ja? Und hier, das können wir auch noch herumdrehen. So. Und aktivieren. So, statt Melchiers Clan gehen wir jetzt nun noch. Erstmal den niederfackeln. Ja! Juhu, ich bin gerettet. Jawohl. Ist ja toll. Imshalala. Jetzt nur noch eine Materie und ich weiß, wo die Ehe ist. Ich weiß, wo die Ehe ist. Eine ist nämlich noch in Rahabs Clan. Und da können wir auch nur mit Dumas Seele. Ups. So. Dahin muss man. Ah. Hey.
Da hoch müssen wir. Hoch? Ich habe doch gerade was gehört. Hm, doch nicht. So, wie machen wir das? Hoch. Der Block. Kommt ebenfalls runter. Na komm. Ja, die brennen immer noch im Hintergrund. Perfekt. So. Na. Einmal. Zweimal. So. Weil ich hätte sonst gerätselt wegen der einen Materie. Mein Gott, wo könnte die denn sein? Dann hätte ich eher auf die Zitadelle... Dann hätte ich eher auf die Zitadelle der Menschen getippt. Aber da haben wir meines Wissens nach alle Materien. Jetzt noch den Glyph-Magie-Kapazitäter. Und danach bin ich gespannt, ob ich da was vergessen habe oder ob es heißt, du hast alles gefunden. Aber so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich noch... Ups. Was vergessen haben. Erstmal hier hoch. 44. Entweder es gibt in jedem Clan eine Glyph-Kapazität-Erweiterung. Oder die sind einfach sonst wo überall gut versteckt. Ach, hier gibt's noch so ein Mega. Also ich bin jetzt echt überfragt, wo ich noch Glyph-Kapazitäten bekomme. Weil man kann bis zu 54, glaube ich, haben. Oder 52. Tut mir leid, ich bin jetzt echt überfragt. Huch, was ist das denn? Ein Hebel? Nee. Ah, wahrscheinlich nur eine Fackelhalterung. Dann müsste es heißen, dass es, wenn es in jedem, dann müsste in Rahabs Clan, in Dumas Clan noch eine Glyph-Kapazitäterweiterung geben. Und wenn es blöd läuft, in fast jedem Glyph-Abteil. Oh Mann. So, Rahabs Clan.
Mann, 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 Mann. Okay, Leute. Ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Drei, zwei, eins. So, und da bin ich wieder. Weiter geht es. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgedacht. Und hier waren wir ja noch nicht. Lass mich hier alles erhellen. Und mal hier. Und wir werden hier jetzt mal entlang schwimmen. Weil ich glaube, hier gab es nämlich auch noch was. Materie glaube ich jetzt allerdings nicht. Aber irgendwas anderes Nützliches, was wir brauchen. Oh nein. Ja! Glyph-Magie-Erweiterung. Perfekt. Moment mal, 48, dann fehlt uns nur noch ein oder zwei Glyph-Magie-Erweiterung-Kapazitäten. Oh oh. Schon raus aus dem Wasser. Ich hätte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass jetzt ein Rahab noch mir hinterher schwimmen würde. Hm. Erstmal aufs Schiff. So. Und das Problem dabei ist noch, fällt mir gerade auf an dem Clan, die Tür verschließt sich immer und immer wieder. Eigentlich, wenn man es so bedenkt, sollten die Vampire uns gehorchen. Weil wir ihren Anführer besiegt haben. Doch, das machen sie nicht. Machen sie nicht jemals. Huch. Na komm. Ach, wunderbar.